Hallo, grüß euch. Ich hab seit gestern, vorgestern, neue Stempel im Shop. Das ist ein ganz neues Set, das gibt's noch gar nicht. Pencilmax Nummer 6. Und ich möchte es heute hernehmen. Ich mache eine Seite in meinem quadratischen Aquarelljournal von Kunst und Papier und ich verwende dafür die Distress Inks und außerdem auch Oermoi Distress Oxide Kissen. Ihr findet außerdem im Shop einige weitere Clear Stamp Sets, die vorher eben schon als Gummistempel verfügbar waren. Unter anderem die Textured Mushrooms, die Textured Christmas Trees, die Inky Flowers, Pencilmax 1 und 2. Und außerdem gibt es nur zwei gemischte Sets mit unterschiedlichen Mixed Media Stempeln aus älteren Sets, eben einfach, sage ich mal, die schönsten, aus meiner Sicht die schönsten zusammen gesetzt, und zwar so, dass halt möglichst früh auf so DIN A5 Set drauf gingen. Ich verlinke euch das alles unten in der Videobeschreibung. Ich habe hier mit diesem Hintergrundstempel schon gestartet, und zwar, ich glaube, es ist Peacock Feathers und Picked Raspberry. Und ich stempel das, indem ich eben die Stempelfarbe auf diesen Stempel tue und dann ein bisschen Wasser drauf sprühe, damit man diesen Aquarelleffekt kriegt. Ich habe die gleiche Technik vor kurzem schon mal verwendet in am Video. Ich verlinke euch das am Ende in diesen Endkarten. Das Ganze verblende ich nur ein bisschen mit dem Pinsel und ein wenig Wasser und ich werde es später noch ein bisschen wiederholen, also nur ein bisschen mehr stempeln, um dem Ganzen mehr Tiefe zu geben. Ich habe jetzt diesen Stempel ganz ans Eck von diesem Acrylblock montiert, damit ich gut in dieser oberen linken Ecke stempeln kann. Wie gerade Buchmitte ist das manchmal nicht so einfach und da muss man vorher immer drüber denken, weil wenn man schon das Stempeln anfängt und dann eben mit diesem Acrylblock über diese Kante kommt, dann kann es manchmal ein bisschen dumm ausgehen. Man ist jetzt für Hintergrundstempel auch nicht so wichtig. Ich werde diesen Hintergrund, wie gesagt, nachher trocknen, beziehungsweise trocknen lassen, bevor ich dann den nächsten Layer drauf gebe, weil ich möchte nicht, dass alles sich miteinander vermischt. Der Hintergrund ist trocken und ich verwende jetzt eine violette Tinte. Ich schätze, es ist Wilted Violet und ich glaube, es ist schon Distress Ink. Oh Mann, es ist so lange her, dass ich das gemacht habe. Das war vor dem Urlaub noch und jetzt mache ich dieses Nachvertonen. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es auf jeden Fall gemischt. Ich habe Oxide-Kissen und Distress-Ink-Kissen verwendet. Und zwar, weil. Guck mal, was da lesen. Bin mir nicht sicher. Und zwar, weil das. Weil diese Oxides eben mehr deckend sind und die Inks dafür, also die Distress Inks, die normalen, sind mehr leuchtend. Und wenn man die miteinander kombiniert, finde ich, kriegt man einfach schönere Effekte. Und ich mache es in der Regel so, dass ich mit den Distress Inks anfange im Hintergrund und dann die Distress Oxides in einem nächsten Layer verwende, weil die eben opaque sind, also deckend sind und dadurch sich ein bisschen besser fürs Obendraufstempeln eignen. Ich verblende die Farbe nur so ein bisschen ins Weiß rein, damit es einfach ein bisschen einheitlicher ausschaut. Und dann werde ich das auch erstmal wieder trocknen lassen, bevor ich noch ein paar Akzente drauf tue und ein Hauptmotiv. Ich möchte noch ein bisschen mehr Textur draufstempeln und zwar mit Schwarz. Es ist ein Stempel aus dem neuen Set. Ich verwende dafür das Versa Fine Clear, weil das macht wirklich richtig satte schwarze Abdrücke. Das mag ich ganz gern. Und es funktioniert auf Aquarellpapier ganz super. Auf Acrylfarbe tue ich es nicht zu empfehlen, weil das wirklich extrem lang dauert, bis es trocken ist.
aber eben auf so saugenden Untergründen funktioniert das hervorragend. Ich tue jetzt den Stempel vom Acrylblock runter, weil ich möchte einfach ein bisschen diese Punkte nur ein bisschen lose und locker aufstempeln, damit es nicht so akkurat ausschaut. Ich möchte nur ein paar schwarze Farbspritzer drauf haben, dafür habe ich das Black Soot hergenommen. Ich drucke das einfach auf die Glasplatte, mische das mit ein bisschen Wasser und dann kann man da ganz einfach ein paar Farbspritzer machen. Während das jetzt alles wieder trocknet, bereite ich mein Hauptmotiv vor. Ich schaue dazu meine Collagepapiere durch. Das sind so Restepapiere mit Acrylfarbe und da habe ich jetzt eh schon eins gefunden, was mir farblich recht gut gefällt. Ich habe mir heute halt eins ausgesucht, was einfach zum Hintergrund ein bisschen dazu passt. Und das hat Lila mit dabei und eben ein bisschen ein Gelb, was eine Komplementärfarbe ist, zu diesem Lila und ich finde, das passt ganz gut. Ich werde da jetzt diese große Blume aus dem Stempelset verwenden. Ich verwende Stayson zum Stempeln, weil, wie gesagt, das auf Acrylfarbe am besten funktioniert. Das trocknet relativ schnell. Da ich den zum ersten Mal stempel, tue ich den zuerst einmal auf so einfach auf ein übriges Papier stempeln, weil diese Clear Stamps sind, wenn die neu sind, sehr, sehr klebrig und stempeln dann manchmal ein bisschen schlechter. Was auch ganz wichtig ist, dass man ein ganz, ganz volles Stempelkissen hat. Weil sonst funktioniert es auch nicht. Je öfters man diese Clear Stamps verwendet, desto weniger klebrig sind die an der Oberfläche und desto besser stempeln die auch. Also ich würde sagen, einfacher. Es ist jetzt hier so, dass zum Beispiel bei dem von dieser Acrylfarbe manchmal ein bisschen was am Stempel kleben bleibt, da sieht man das. Und deswegen putze ich den Stempel nachher zwischendurch mal ab, dass halt diese Flecken wieder herunter sind. Ich weiß jetzt noch nicht, welche der Blumen ich nachher hernehme, ob ich vielleicht auch zwei Blume hernehme. Ich stempel jetzt einfach mal und schneide die dann aus und dann lege ich die später auf den Hintergrund drauf und dann kann ich mir entscheiden, was mir am besten gefällt. Ja, ich habe die Blumen ausgeschnitten, ich habe mich jetzt für zwei entschieden. Ich habe außerdem noch einen Titel gestempelt auf die Reste von dem Papier und mir das auch ein bisschen ausgeschnitten. Und bevor ich das jetzt aber aufklebe, möchte ich nur so ein paar orange-gelbe Spritzer im Hintergrund machen, weil eben von diesem Farbton am Hintergrund gar nichts drauf ist. Und ich finde, es schaut immer einheitlicher aus, wenn man am Hintergrund auch so ein bisschen die Farben hat, die man im Hauptmotiv hat. Auch wenn das als Komplementärfarbe arbeiten soll, finde ich, passt das immer ganz gut, wenn man das so ein bisschen verbindet, ja, indem man jetzt in dem Hintergrund einfach so ein paar gelbe Akzente gibt. Ich mische mir da flüssige Acrylfarbe mit ein bisschen orange Acryltinte, damit es so ein gelb-orange wird.
Das Ganze lasse ich jetzt trocknen und ich mache in der Zwischenzeit auch nochmal ein paar weiße Farbspritzer drauf. Ich finde, das hat noch so ein bisschen Fade. Und dann werde ich die Hauptmotive aufkleben. Ihr könnt ja sehen, dass da so ein paar weiße Spritzer im unteren Bereich sind. Auch oben habe ich ein paar. Ich habe versucht, nicht die komplette Seite da zu besprenkeln, sondern einfach diese Diagonale so ein bisschen beizubehalten. Ich verwende einen Klebestick zum Aufkleben, weil das Papier ist recht dünn. Da funktioniert der total gut. Wenn es jetzt ein dickes Papier ist, nehme ich eigentlich so einen Bastelkleber, weil das sich dann doch immer so ein bisschen nach oben rollt und dann halt das mit dem Klebestick nicht ganz so leicht. Ich überlege jetzt nur, wie ich diesen Titel aufklebe, ob ich das lieber oben und unten möchte oder lieber nur unten. Mir hilft es immer ganz gut, wenn ich mal durch die Kamera auf mein Beutel schaue, weil da wird der Abstand einfach visuell vergrößert. Das macht es dann leichter zu sehen, was besser ausschaut. Und ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich es oben hinklebe. Und dann ist meine Seite ja schon fertig. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut mal im Shop vorbei, was wir so für neue Stempel haben. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Pfiat euch!